Mein Name ist Brigitte Amrein und ich arbeite jetzt die 5. Saison hier im Naturzentrum als Freiwillige. Ich bin Katrin Lichti, bin von Buchenmirchl. Ich komme nach meiner Pensionierung, gefunden, ich möchte noch etwas machen. Und ich kenne das Naturzentrum seit der Eröffnung. Ich habe gefunden, darum würde ich gerne hier unten arbeiten. In der Natur, mit der Natur und mit Leuten. Mein Job ist hauptsächlich an den Wochenenden am Empfang arbeiten, Eintritt verkaufen, aus dem Shop Sachen verkaufen und Leute beraten, wenn sie Fragen haben. Daneben habe ich immer mitgeholfen, den Pfad putzen und mähen. Und in den letzten Jahren haben wir auch geholfen bei der Erneuerung der Ausstellung. Ich bin aufs Naturzentrum gekommen über einen Bericht in 20 Minuten, wo die Regine Frey über ein Crowdfunding für Sumatra Geld gesammelt hat für eine Trocknungsstation. Und dann habe ich das ein bisschen angeschaut, das habe ich mega spannend gefunden und bin dann natürlich über die Regine auf die Internetseite da gekommen und bin auf die Freiwilligenarbeit gekommen und so hat es mir dann so, ja, über den Kaffee von Sumatra bin ich jetzt da zu flach gelandet. Was mir am besten gefällt, ist, wenn wir zwischendurch mal über den Pfad laufen können. Und das ist bei jeder Jahreszeit wieder speziell. Es hat immer wieder andere Sachen, die spannend sind zum Suchen und Entdecken. Mir gefällt am besten der Kontakt mit den Leuten, also die, die an Schalter kommen, die Fragen stellen, aber auch der Kontakt mit den anderen Freiwilligen. Ich würde es weiterempfehlen, weil es gefällt mir gut und wir haben ein gutes Verhältnis untereinander.